743, oh. Ist das nicht der von eben? Mein schon, oder? Yo, was haben wir denn da? Speed? Nee. Giant. Coast Control. Nehme ich lieber Giant, oder? Wäre cool, wenn die Panzer dabei wären. Speed mit Ari. Und mit Crawler schon. Ich nehme lieber Giant. Wir kämpfen gegen. Nein, schon wieder Elite. Scheiße. Nein, jetzt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die hier nah beieinander stehen müssen, damit die sich helfen. Die weiter hinten. Bisschen Abstand. Ja, und dann Kleinvieh dabei. So passt hier überall noch ein Giant dazu und wo soll es dann hin? Da kommen noch zwei dabei, ne? Dann drei. Das müsste doch passen. Und dann lieber so. Fange ich wieder an zu min-maxen, ne? So, wir ziehen sogar die hier rüber. Krass. Er holt sich Scharfschützen. Yo. Ist die Frage, ob wir wieder Sidewinder-Manöver anwenden? Ich skippe wieder. Dann Sidewinder. Müsste so gehen. Ist schon okay, dass sie. Dass die hier rüber gehen. Links einmal drüber und dann hoch. Und dazu Crawler, Crawler, Crawler. Ich hoffe, die kriegen dann keinen drauf, ja. Aber ich will die halt komplett fertig machen. Ne? Hier, da kommen sie schon wieder. Die fiesen Level 2 Crawler hier. Ich gebe meinen dann einfach. Scheiße, habe ich gar nicht drauf. Guck mal, weg sitze. Jetzt hab ich. Da habe ich einmal weggeguckt. Da sind alle Crawler weg. Ich brauch da was Stärkeres, oder? Ich brauche da einfach was Stärkeres. Oder sind das die Tanks? Sind das die Tanks? Ist doch krank. So, was wird er jetzt picken? Gegen meinen Kleinkram vielleicht das UFO, nehme ich mal an. Kommt dann wahrscheinlich links. Was will ich? Ich will ja auch seinen kleinen Kram weghauen.
Aber gegen Elite sind Hacker vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Tja, er hat zwei Scharfschützen nur. Ich nehme auch das UFO. Ich nehme auch das UFO und das kommt dann halt hier, weil die kleinen dreckigen Biester, du. Die machen einen fertig. Kommt er hier hin? So. Was soll ich mit denen machen? Tunneln? I don't know. Oder einfach doppeln? Dreifach? Weiß nicht. Scheiße. Einfach noch ein UFO. UFO hält dann die Rakete ab. Oh, ich habe keine Zeit mehr, ne? Mehr Damage. Okay, hat ihn genommen. Jetzt muss ich mir auf seinen Clear achten. Das sind einfach die ganzen Panzerschüsse, ne? Ich denke mal, wir sehen auf der linken Seite auch einen Scharfschützen, gehe ich mal von aus. Hier haben wir jetzt zu wenig Damage. Das sind immer noch die Scharfschützen, ne? Boah, es ist wieder Elite. Elite macht mich fertig. Zumindest sehe ich es jetzt schon kommen. Yo. Ich skippe nochmal. Und weiß wieder nicht so richtig, was ich machen soll. Tja, wer bin ich überhaupt? Ich bin Giant. Dann ebenso. Und die fiesen Biester, die machen wir halt so fertig. Irgendeiner muss ja tanken, ne? Jetzt holt er jetzt schon wieder. Zwei Scharfschützen hat er geholt. Die werden schon wieder. Die werden viel zu stark. Für meinen Geschmack. Oder ist er? Der holt sich doch bestimmt den Rhino, oder? Ich auch oft in meinen Kommentaren darauf hingewiesen worden. Was macht er jetzt? Meinst du, der holt sich den Rhino und macht irgendeinen Scheiß-Move? Aber kann ich ja auch machen, ne? Hier so ein Rhino, ne? Der würde mir auch helfen. Also der würde mir in der Defensive helfen.
Und ich denke, das UFO stirbt ja eh. Und die machen eher den hier und locken den dann und locken dann alle hier rein und dann sterben die alle. So sieht's nämlich aus. Ohne kleine Rakete einfach, weil's geil ist. So. Ja, dann Range. Und ich wollte eigentlich auch noch eine Production an den Start bringen. Ach Gott, die Zeit. Schon wieder die Zeit. Hat er den Rhino geholt? Da habe ich so viel Angst vor dem Rhino, ne? Was hat er geholt? Die Raketen. Er hat die Raketen geholt. Tja, der hält wenigstens mal eine Sekunde durch hier. Gegen die Wahnsinnigen. Nein, komm schon. Weiter, weiter, weiter. Alter. Das ist egal, das ist völlig egal, die sterben einfach alle, wieso? Nein! Boah, jetzt bin ich schon wieder tot, wieder gegen Elite. Ich glaube, ich muss erstmal skippen. Ich muss jetzt skippen. Verkauf ihn. Die machen ihr Ding. Hoffentlich. Und dann gibt es hier eine Verteidigungsrakete. Dann den hier noch. Yo. Und hier. Oder niemanden freischalten, einfach weitermachen und dann auf Fang Production gehen. Gibt's einmal Fang Production und einmal Schutzschilde. Frei Haus. Einfach, weil wir es können. Und Geld leihen. Nein, 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 nein. Oh nein, wie viel Kohle ich schon versemmelt habe, einfach nur wegen dieser scheiß Zeit. Lenkt sie gefälligst ab. Kann ich mir das Theater hier auf der rechten Seite mal anschauen. Wir wollen Fangs haben, wir wollen ganz viele Fangs haben. So. Frei Haus, bitteschön. Ach, immer noch, wird zu wenig clear, ne? Und die Scharfschützen nehmen uns jetzt auseinander, wenn der Debuff kommt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, wir haben einen Debuff, das gibt's doch. Was ist das denn? Der kann ja auch explodieren. Ne, der nicht. Freunde, der nicht. Oh Mann, oh Mann. Ich nehme sowas von aus Battleships, kann ich gar nicht vorstellen. Das kommt da von hinten nochmal rein. Ne, lieber hier, falls ihr Action macht. Hm.
Ich würde weitermachen und einfach meine Fangs verbessern. Oder? Jetzt habe ich noch 800. Ich meine, der Move war ja schon nicht schlecht. Wieder zu wenig Zeit, ne? Mehr Raketen. Same shit. Nein, 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 nein. Da soll nicht der Big Boss drauf schießen hier. Aber der gibt wenigstens Feuersupport. Boah, die ganzen Schilde, ne? Raketen. Alter. Ich glaube, die machen mich jetzt fertig. Ah, das sind ja auch alles Elite-Raketen, ne? Und. Elektromagnetisch. Okay, ich hätte früher mit der Fortus anfangen sollen, oder? Als Giant meinen Vorteil ausspielen. Vor allen Dingen gegen Elite. Irgendwie, also gegen Elite spiele ich selten. Und in den letzten zwei Runden hast du es ja auch schon gesehen, so bin ich auch nicht gewohnt irgendwie. Von Elite werde ich meistens verschont. Yo, GG. So, dann. Würde ich sagen, schauen wir doch mal. Jetzt hat er uns zweimal richtig einen mitgegeben, ey. 1032. Aber unter die 1000 gehe ich nicht, das sage ich dir jetzt schon.